und herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns in Freyas Gemüsegarten und suchen das Monster Morgvarg oder den Feigling aus Lofoten, je nachdem wer uns als erstes begegnet, und versuchen auf jeden Fall neue Informationen über Ciri zu bekommen, die in Lofoten war, als das Dorf zerstört wurde und scheinbar eben mit diesem Feigling zusammen in irgendeinem Schuppen. Ich will gar nicht wissen, was sie da getan haben. Auf jeden Fall versuchen wir von ihm Informationen zu bekommen. Er ist hier in den Garten gekommen, um seinen Namen reinzuwaschen von der Schande, dass er geflohen ist und eben gegen dieses Monster Morgvarg zu kämpfen. Im Off habe ich kurz noch etwas nachgeschaut. Und zwar hatten die Frauen aus Lofoten uns gesagt, dass jemand damals aus dem Garten entkommen ist, als die Kreatur hier verflucht wurde und wir mit demjenigen sprechen sollten. Es hatte mich gewundert, dass das kein Punkt dieser Quest ist hier, der namenlose Quest. Es ist allerdings Gegenstand einer anderen Quest, die wir gleichzeitig quasi bekommen haben. Und ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich der nicht zuerst nachgehen sollte. Dafür müssten wir allerdings den Garten wieder verlassen, und zwar im Wolfspelz. Und dort steht auch, sprich mit Torda über den Fluch und dann finde Morgvarg. Und wenn ich jetzt halt anschaue, wo sich das befindet auf der Karte. Ich hatte das wohl mitbekommen, dass ich noch eine weitere Quest dazu bekommen habe mit dem Wolfspelz. Ich wusste nur nicht, dass es quasi so nah mit der hier zusammenhängt. Und ja, hier scheint sich dieser Torda zu befinden, mit dem wir sprechen sollten. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt weitergehe und nach dem Feigling suche, dass ich dann dem Monster schon begegne und quasi diesen ganzen Teil, beziehungsweise diese ganze zweite Quest mehr oder weniger überspringe damit und die nachher dann wieder als Fehlschlag markiert wird, was mir immer ja ein bisschen gegen den Strich geht, sage ich mal. Aber es könnte natürlich auch sein, das habe ich mir dann überlegt, dass das Monster sich unten in der Höhle befindet, die sowieso abgeschlossen ist und wir erst von dem Kollegen hier irgendwie einen Schlüssel bekommen. Es könnte aber auch sein, dass das nicht so ist. Das heißt, möglich wäre, dass wir gleich dem Monster schon begegnen, ohne mit Torda gesprochen zu haben, was sehr schlecht wäre, weil ich das eigentlich gerne machen würde, mit Torda sprechen. Ich würde aber nicht so gerne den Garten jetzt schon wieder verlassen, ohne irgendetwas erreicht zu haben hier. Also das ist so ein bisschen mein kleiner Konflikt gerade. Ich denke aber, ich werde einfach an der Stelle mal weitermachen und schauen, was passiert und im Zweifelsfall vielleicht später nochmal das Gespräch mit Torda suchen, sei es auch indem ich das mache und hier neu lade oder so, aber dann schauen wir einfach mal. Ich muss da jetzt einfach weitermachen und mir nicht so viele Gedanken machen, glaube ich. So, wir sollen die Schalter benutzen, um irgendeines der Tore hier zu öffnen. Ich weiß gar nicht, da drüben sehe ich auf jeden Fall eins. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes gibt. Wir sollen beide Schalter wohl benutzen und schauen, dass wir unseren Weg öffnen. So, ändert sich da jetzt irgendwas an dem Tor da drüben? Weiß ich gerade nicht. Jetzt hat sich was. Okay. Gut, dann können wir an der Stelle weitergehen. Aber jetzt hat sich witzigerweise... Achso, nee, Quatsch. Ich habe die ja gerade ausgewählt. Die andere Quest. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich jetzt die mit dem Wolfspelz aktiv? Warum hat die sich jetzt in den Vordergrund gedrängt? Hat sie gar nicht. Ich habe die ja gerade aktiv ausgewählt. Das war ja meine Schuld. So, erkunde den weiteren Bereich des Herbariums. Ich hoffe, dass uns das hier jetzt erstmal nur zu dem Feigling führt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir dem Monster noch gar nicht begegnen und das eine ganz eigene Geschichte wird. Und uns hier nicht in die Quere kommt. Aber schauen wir mal. Kann ich jetzt nicht vorhersagen, was da passieren wird. Von daher lassen wir es einfach auf uns zukommen. So, ich schaue mich um und suche nach wie vor den Feigling. Hat der hier die Hintertür einfach offen gelassen oder was? Da drüben ist auch eine offene Tür. Die Vordertür hat er versperrt und jetzt hier hinten... ist offen Holland, da kann jeder reinkommen. Das ist ja auch clever. Was ein cleveres Kerlchen. Oh, oder da ist jemand reingekommen, der nicht reinkommen sollte. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Morgvarg ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Den Feigling zum Beispiel vielleicht? Ein Symbol vielleicht? Von Freya. Unberührt, nichts gefressen. Morgvarg verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Okay, was ist das hier? Ein Fuß?
bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Okay. Das Monster spricht mit uns und möchte uns eine Geschichte erzählen. Hey, ich habe noch nie eine gute Nachtgeschichte von einem Werwolf bekommen. Oder was auch immer er ist. Also von daher, ich töte dich besser einfach. Sicher, warum nicht? Ich nehme an, dass er uns auch darum bitten wird, ihn zu töten. Und dass wir dann die ganze Wolfspelz-Geschichte machen müssen. Das heißt, mit Torda sprechen über den Fluch und ja, dann versuchen, Morvark zu töten. Ich nehme an, dass er uns auch darum bitten wird. Das ist ähnlich wie mit dem Werwolf damals, der seine eigene Frau getötet hat und uns nachher auch gebeten hat, ihn zu töten. Nur, dass er hier überhaupt keine andere Möglichkeit hat. Also, scheinbar, so wie es aussieht, die Kette da mit dem Fuß, vielleicht hat er sogar versucht, sich selbst zu töten oder... keine Ahnung, oder irgendetwas oder irgendjemand hat ihn halt schon getötet. Die Frauen hatten ja auch gesagt, er wurde schon mehrmals besiegt. Und ja, offensichtlich kommt er tatsächlich immer wieder zurück und das gefällt ihm selber auch gar nicht so gut, wie es aussieht. Ja, aber bitte lass mich deine Geschichte hören. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie in kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prallst du nur? Die Moral ist... du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Nein, lass uns nicht kämpfen. Lass mich den Fluch brechen. Okay, er ist abgehauen. Sehr gut. Ich wollte jetzt auch tatsächlich nicht mit ihm kämpfen. Ja, das ist natürlich eine krasse Geschichte hier mit dem Bein. Okay, er kommt doch zurück. Mist. Okay, vielleicht kann ich ihn jetzt einmal besiegen. Er ist aber immer noch da und dann muss ich rausfinden, wie ich ihn endgültig besiege. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hoffe, dass das so ist, denn ich würde zu gerne die Geschichte von Torda hören. Ja, er wird halt wiederkommen. Das wissen wir ja schon. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Welchen Lohn könnte ich von dir schon erwarten? Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, dass er das von mir möchte. Genau, belohnen. Morgwag erledigen. Nee, ich möchte ja weiter mit ihm reden. Ich suche den Feigling.
Gefällt dir das Werwolf-Dasein nicht? Ja, es sieht tatsächlich so aus, als wäre er eine sehr kümmerliche Kreatur und dieses Dasein scheint ihm tatsächlich nicht zu gefallen. Wem würde das schon? Ja, wie ist das mit der Belohnung? Ich hörte da was von Belohnung. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert, geflattert, getrunken, mit einer Ausnahme. Echter Schatz, versteckt. Dein, wenn du mir hilfst. Ich finde es nur interessant, dass er eben gesagt hat, er könnte erst jetzt mit mir reden, denn die Geschichte hat er mir ja vorher auch schon erzählt. Da hätte er ja theoretisch auch schon ordentlich mit mir sprechen können, wie jetzt. So, aber zu der wichtigeren Sache, wir suchen den Feigling. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Ja, ich weiß ja auch selber gar nicht, wie er aussieht. Wir haben ihn ja selbst noch nicht kennengelernt und noch nicht gesehen. Von daher, keine Ahnung, das ist natürlich schön. Ich weiß nicht, wie er aussah. Er weiß nicht, ob er ihm schon begegnet ist. Beziehungsweise nimmt an, dass er ihn schon zerfleischt hat. Ja, gut. Dann treiben wir das Ganze mal voran. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Okay, das ist wirklich ein sehr grauenhaftes Schicksal, aber er scheint ja auch ein sehr grauenhafter Mensch gewesen zu sein vorher. Und der Fluch ist wahrscheinlich daran angepasst. Ja, das ist Karma, mein Freund. So sieht's aus. Und Geralt nimmt das mal ganz trocken hin. Ja, klassischer kann ein Fluch gar nicht sein. Das ist das Übliche, das kenne ich. Nichts Neues. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Ich würde nicht darauf zählen. Ja, doch, wir schauen mal. Vielleicht können wir ihn ja erlösen. Obwohl er, wie gesagt, selber ein sehr grausamer Mensch gewesen zu sein scheint. Und manchmal wünscht man sich ja doch, dass das Karma dann doch am Ende irgendwie mal alles regelt und gerade diesen Leuten das Schicksal zukommen lässt, das ihnen gebührt. Aber ich werde trotzdem versuchen, ihn zu erlösen. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh! Ich rate dir gut! Füttern? Wie soll ich ihn denn füttern? Warum füttern? Erledigen, füttern? Ich dachte, er kann nichts fressen. Womit denn? Wahrscheinlich habe ich auch nicht das Richtige dabei, oder? Ich kann es ja mal versuchen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, mit was und warum und wie. Ah, okay. Ich kann mein Inventar jetzt bemühen. Ja, ich weiß nicht, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Ich nehme fast an, dass ich, wenn ich mit Torda spreche,
von ihm erfahre, was ich denn dem Werwolf jetzt in dem Moment dann füttern soll. Und wenn ich das dann im Inventar habe, dann können wir vielleicht den Fluch brechen oder so. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Oder dass ich irgendetwas ganz Spezielles mitnehmen muss. Ja, keine Ahnung. Ich kann ihm jetzt irgendwas geben. Einfach so aus Laune heraus. Rohes Fleisch zum Beispiel. Versuchen wir es einfach mal. War es doch nicht alles. Bist du irre? Her damit. Ey, gib mir das wieder zurück. Ey! Ich will das wieder haben. Alter, doch nicht 95 Stück. Willst du mich verarschen? Nein! Oh, fuck it. Gib mir das wieder, Mann. Ah, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kippe ich dem mein gutes Fleisch und guten Wein rein, oder was? Ah! Mist. Ich hoffe, er lehnt es ab. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwag, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Okay, ich glaube, das war nichts. Hat er jetzt wirklich mein ganzes Zeug gefressen? Oh Mann, ich hoffe nicht. Okay, soll ich ihn jetzt liegen lassen? Nein, ich glaube, ich soll ihn erledigen und dann kommt er ja eh irgendwann wieder. Ich hoffe, das geht nicht allzu schnell, damit ich in der Zwischenzeit vielleicht noch den Feigling suchen kann. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Okay. Hätte ich ihn liegen lassen sollen? Gib mir mein Fleisch wieder. Ich hoffe, der hat mein Fleisch hier im Inventar. So ein Mist. Werwolffleisch. Ah, guck einmal an. Und da ist auch noch ein Ausrufezeichen dran. Ah, guck mal hier. 29 Ervelus und 95 rohes Fleisch. Sehr gut, ich krieg mein Essen wieder. Werwolffleisch. Warum habe ich das Gefühl, jetzt spontan, dass ich beim nächsten Mal das nochmal tun werde, ihn füttern und ihn mit seinem eigenen Fleisch füttern? Wobei, er hat sein eigenes Fleisch ja schon gegessen. Das ist eigentlich... Eigentlich hatte er das ja schon. Er hat ja sein Bein selber gefressen, quasi, um rauszukommen. Ha. Aber ich nehme an, dass es damit was zu tun hat. Vielleicht muss ich das Fleisch auch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändern, noch irgendwie Zutaten hinzugeben oder so, oder noch eine ganze Mahlzeit zusammenstellen. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, dass es etwas in der Richtung sein wird und auf diese Art hinausläuft. Irgendwie. Das wird wohl wichtig sein. Sonst wäre da auch kein Ausrufezeichen dran. So, hier ist ein Loch übrigens, sehe ich gerade. Gut, dass ich da nicht schon direkt reingefallen bin, was mal wieder typisch gewesen wäre für mich. Wie tief ist denn das? Oh, und hier ist was Rotes. Ist das die Spur von dem Feigling? Lass mal gucken. Kann ich das untersuchen, bitte? Lass mich das untersuchen. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Der Brunnen ist leer. Spring in den Brunnen. Soll ich das vertrauensvoll mal tun? Ich breche mir doch wieder den Hals, oder? Na, ich versuch's mal. Da bin ich direkt unter Yen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Ja, ich gehe dann mal in die Richtung, ne? Habe ich vielleicht noch mal irgendwie... Oh, lag da schon was? Ich wollte eigentlich gerade mal eine Fackel nehmen. Da ist auf jeden Fall wieder Blut. Eine Fackel wäre super. Wo habe ich denn Fackeln? Da nicht. Da auch nicht. Warum ist die Fackel hier nicht mehr? Ich dachte, ich hätte auf dem Platz auch noch eine Fackel gehabt. Inventar. Ja, mal wieder super ausgerüstet und vorbereitet hier. Warum ist die Fackel da nicht mehr? Die ist auch tatsächlich da weg von dem Platz. So, nehmen wir die mal wieder. Ja, hier drüben soll die hin. Da gehört sie auch eigentlich hin. Ich weiß nicht, warum die weg ist. So. Aha, schon besser. So gefällt mir das. So, führt das? Ja, das führt beides zur gleichen Ecke und in der anderen Seite, auf der anderen Seite geht es nicht raus. In der anderen Richtung geht es nicht weiter. Das Blut des Feiglings.
Sehr gut. Wir sind ihm auf der Spur. Wo ist der Kerl? Ich nehme an, dass ich gleich irgendwann nicht mehr das Blut des Feiglings finde, sondern den Rest des Feiglings oder so. Noch mehr Blut. Okay, scheinbar muss ich in diese Richtung gehen. Ich würde mich aber auch gerne in der... Ah, okay, da liegt er. Nah. Ich hätte mich jetzt auch gerne in der anderen Richtung kurz umgeschaut. Mache ich auch mal schnell. Okay, hier ist nur Wand. Hier geht es gar nicht so großartig weiter. Und hier gibt es vor allem mal gar nichts. So, du bist der Feigling, nehme ich an. Verdammt. Tot. So eine ganze Weile. Jen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Okay. Oh, krasse Augen gerade. Kratz die Reste zusammen. Schön. Ach, das ist übrigens das Loch jetzt gewesen, durch das wir von oben runtergeschaut haben. Unter dem Baum quasi. Da hatten wir ja reingeschaut, da hat er schon gesagt, irgendwas ist da unten. Ich kann es aber nicht erkennen. So, ich schätze, du hast einen Plan. Ja, das nehme ich auch an. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Jen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Ach Gott, ich wollte gerade eben noch sagen, Jennifer ist mir doch wieder ein Stück weit unsympathischer geworden durch ihre Art einfach im Moment. So eiskalt und abweisend. Aber das fand ich gerade wieder gut. Also sie schafft es immer wieder, das auszugleichen. Schwarze Magie ist kein Jux. Ja, der Typ konnte es also nicht schaffen, seinen Namen reinzuwaschen, der Feigling. Er ist tatsächlich hier in den Gärten gestorben. Und jetzt wird es wahrscheinlich eklig. Wir versuchen ihn wieder so weit zumindest aufzuwecken, dass er mit uns reden kann. Yay, ein Spaß. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Das hat uns auch zu einigen anderen Dingen schon nicht das Recht gegeben. Und wir haben ja schon festgehalten, dass wir so ziemlich alles für Ciri tun würden. Also von daher, was soll schon schief gehen? Wir machen das einfach mal. Brauchst du denn noch was dafür? Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Das ist so, wie man halt arbeitet. Die Schwachstellen raussuchen und gucken, wie man es noch besser machen könnte. Da bin ich auch nicht anders, muss ich sagen. Also da muss ich Geralt recht geben. Gut, ja, meinetwegen mach halt. Dafür werden wir auch letztlich den Ort hoffentlich von seinem Monster befreien und überhaupt erst wieder zugänglich machen. Vielleicht vergeben sie uns dann. Ja, aber sie scheint tatsächlich ein bisschen schlechte Laune zu haben und auch so die Art, wie sie die Sachen sagt uns gegenüber und so. Einfach, keine Ahnung. Die ist gerade richtig schlecht drauf. Richtig angepisst, die gute Yennefer, habe ich das Gefühl. Die ist mir echt gerade ein bisschen... da schaudert's mich, wenn die mit mir spricht, quasi. Oder mit Geralt oder mit wem auch immer.
generell. Die ist gerade echt schlecht drauf. So, ja, dann, ich denke nur an die Folgen, ja, richtig. Aber das machen wir sonst eigentlich selten, muss ich sagen. Sonst arbeiten wir immer so direkt einfach mal drauf zu und gucken, was dabei rauskommt. Also das ist eigentlich auch nicht so typisch, Geralt, würde ich sagen, dass er an die Folgen denkt. In dem Fall hier hat er es mal getan. Aber ansonsten, ja, komm, wir geben ihr einfach mal nach. Wie immer, wir sind ja der Pantoffelheld sowieso. Und lassen sie mal machen. Tut mir leid, dich mit meinen Zweifeln zu belästigen. Bitte, Geralt. Wenn du Bitte sagst, ist es nie eine Bitte, sondern immer ein Befehl. Aber machen wir weiter. An die Arbeit. Selene, Davida! Feigling von Lofoten! Nein, ich habe keinen Namen. Sial! Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Fast ertrunken!